Wenn dieser Slogan zu hören ist, ist meist eine Fridays for Future-Demonstration nicht weit entfernt. Jugendliche auf der Straße demonstrieren zu sehen, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Die Fridays for Future-Demonstrationen haben sich schon lange zu einer globalen Bewegung entwickelt. Auch am Freitag, anlässlich des Weltklimatages, kamen junge Menschen unter anderem in der Chemnitzer Innenstadt zusammen. Wir fordern die Einhaltung der Pariser Klimaabkommen und das 1,5-Grad-Ziel, Braunkohleausstieg bis 2030 und Klimaneutralität Deutschlands bis 2035 und eine Energie- und Verkehrswende. Bereits seit 2018 demonstrieren in Chemnitz Jugendliche regelmäßig, um auf die verheerenden Auswirkungen der Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Während in der Hochzeit von Corona die Fridays for Future-Demonstrationen untersagt wurden, dürfen die Klimaschutzverfechter jetzt wieder auf die Straße. Abstand halten und Maske tragen hält sie nicht davon ab, sich für die Umwelt einzusetzen. Genau, also es gibt auf jeden Fall Pläne, dass wir jetzt wieder regelmäßiger was machen, eben weil wir jetzt angefangen haben, dieses Bündnis zu bilden mit verschiedenen For Future Gruppen, haben also damit auch mehr Ressourcen und werden jetzt weiterhin mehr aktiv sein. Tatsächlich kommen auch aus dem Rathaus erste Entscheidungen bezüglich Klimaschutz. Am Mittwoch wurde im Chemnitzer Stadtrat beschlossen, dass alle Entscheidungen, die der Stadtrat trifft, und alle Verwaltungsvorlagen bezüglich ihrer Auswirkungen auf das Klima überprüft werden sollen. Also es geht zum einen darum zu überprüfen, welche Folgen hat das für den CO2-Ausstoß, für die Klimaveränderung, aber auch welche Folgen hat das für die Klimaanpassung. Und da die Entscheidungen zielgerichtet zu überprüfen, dahinter steht dieser Stadtratsbeschluss und das darin geforderte Verfahren. Trotz Gegenstimmen von CDU und AfD wurde der Antrag mehrheitlich angenommen. Volkmar Tschocke, Stadtratsmitglied der Fraktion Die Grünen, gehört zu den Unterstützern des Antrages. Wir hatten dann eine sehr knappe Mehrheit. Und daran wird deutlich, wie wichtig es ist, für Klimaschutz und Klimaanpassung auch in der Gesellschaft zu streiten, in der Öffentlichkeit zu streiten, weil es ist nicht mehr selbstverständlich, dass auch die Mehrheiten dann dazu in den Parlamenten vorhanden ist. Um den Antrag umzusetzen, werden Nachhaltigkeitskriterien für den Umweltschutz in den Entscheidungsprozess von Verwaltung und Stadtrat einbezogen. In einigen Städten gibt es solch ein Verfahren bereits. Der Punkt ist, in dem Beschluss bitten wir die Verwaltung auch darum, eben genau mit diesen Städten, die da schon Erfahrung gesammelt haben, in Austausch zu treten, um ein Verfahren zu entwickeln, was dann eben auch praktikabel ist. Also wo wir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht überfordern, wo es auch möglich ist, qualitativ die Folgen auch wirklich einschätzen zu können, die von Stadtratsbeschlüssen dann für Klima und Nachhaltigkeit ausgehen. Bis das Verfahren umsetzbar ist, dauert es noch eine Weile. Erst Mitte 2022 soll dem Stadtrat ein Entwurf vorgelegt werden. Ich glaube, es würde keinen Sinn machen, wenn wir jetzt sagen, es gibt einfach irgendwie ein Formblatt, wo Haken an die Liste gemacht werden nach dem Motto, keine Auswirkungen oder geringe Auswirkungen. Wir brauchen schon ein Verfahren, was dann eben auch wirksam ist. Es soll ja ein wirksames Instrument werden, diese Klimafolgenabschätzung, für die Verwaltung und für den Stadtrat. Und da ist diese Vorbereitungszeit notwendig. Es ist hier auch noch wissenschaftlicher Sachverstand einzubinden. Das ist auch Teil unseres Beschlusses. Und deswegen macht es schon Sinn, das gründlich und gut vorzubereiten. Auch die Demonstranten der Fridays for Future Aktion am Freitag halten den Stadtratsbeschluss für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Also es spricht uns auf jeden Fall an, nur es ist halt deutlich zu wenig, der zum einen erst ab 2022 geregelt wird, was halt schon deutlich zu spät ist, wenn man überlegt, wie viel sich in den letzten zwei Jahren verändert hat, wie viele Höchsttemperaturen erreicht wurden und wie viele Dürreperioden und alles weitere weltweit sind. Daher sehe ich da keine konkrete Änderung. Und zudem nur dieses Anschauen, ob es denn klimagerecht ist, die Beschlüsse, reicht halt auch nicht, weil man muss halt aktiv darauf achten, dass es nicht nur klimagerecht ist, sondern auch aktiv etwas fürs Klima tut, weil nur mit Klimagerechtigkeit sind wir inzwischen zu lange. Die Antarktis schrumpft derzeit 6-mal so schnell wie in den 1980er Jahren. Auch in Deutschland scheint nach Dürrejahren und permanenten Hitzerekorden der Klimawandel angekommen zu sein. Berechtigte Forderungen also, die die Aktivisten von Fridays for Future auf die Straßen tragen.